Architektur ist genauso wie Plastik und Skulptur Ausschnitt des Raums. Und wenn man das als der Raum wird erst durch Begrenzung für uns, für Menschen erfahrbar. Und in dem Sinne ist auch die Plastik Architektur und Raum. Wichtig war und ist die Spürbarkeit des Materials, die Echtheit des Materials. Das war der Punkt, der Hermann Rosa geleitet hat und der sicherlich auch in Zukunft sein wird, dass man die Materialverbindung, natürlich das Raumgefühl, die Raumerfahrung und die Spürbarkeit des Raums und das menschliche Maß. Der Raum muss menschlich sein. Die Konvergenz zwischen den Arbeiten von Hermann Rosa und den Möbeln von Cassina kann man vielleicht darin begreifen. Das Material spürt, es wird nichts verschönert, sondern das pure Material wird sichtbar und bleibt sichtbar.